Bisag Küchenbau, V-Zug und L-Bau präsentieren den Top-Pot und wünschen einen guten. Recht herzlich willkommen zu der heutigen Kochsendung Top-Pot. Heute gibt es eine wunderbare Rindfleisch-Roulade mit trüffelten Pastinakenpüree. Dazu gibt es Brot, Kröstel und feine Strozza Prediteigwaren. Und wie noch die Grande Serve hat uns einen wunderbaren deutschen Rotwein dazu empfohlen. Und mein heutiger Gast ist der Mike Hirsemann. Er ist Kochchef im Hotel-Restaurant Boldern in Männendorf. Herzlich willkommen, Mike. Hallo George, freue mich, dass ich heute da sein darf. Ja, ja, mich freut es auch. Lass uns den langen Weg gefunden. Tipptopp, lass uns nicht so viel Zeit verlieren. Ja. Die Rouladen brauchen die Zeit. Ja, genau. Dann fangen wir mal gerade an. Das Wichtige ist als erstes würzen. Rindfleisch weiß ich, aber was ist das von welchem Stück? Das ist von der Unterschale. Das ist ein Schmorfleisch, dass man das ein paar Stündchen braucht. Jawohl. Salz, Pfeffer, dann machen wir ein bisschen Senf drauf. Aha. Das bringt noch ein bisschen Würze, Geschmack. Ja. Ah, das ist schon ein bisschen das Nationalgericht in Deutschland. Das ist sozusagen wie ein kleines Geheimrezept von meiner Mama. Oh. Ja. Und das gibst du jetzt da frei? Das gebe ich frei, weil das so lecker ist, das muss einfach gegessen werden. Du, was hat Mama gesagt? Mama hat gesagt, du, aber hey, Mike, da kostet Geld. Hey. Nein. Sie weiß das gar nicht. Oh. Noch nicht. Noch nicht, genau. Wie gesagt, ich fülle die Rouladen mit Salami. Ja. Das bringt so ein bisschen Würze nochmal das Ganze cool, rein. Ja, meistens ist es Schinken oder irgendwas. Ja. Speck tue ich dann auch noch mit dazu, dass es nicht zu trocken wird. Aber die Salami, wie gesagt, bringt die Würze. So, dann geben wir von der Essiggurke dazu. Ich glaube, das gehört dazu. Das muss einfach drin sein. Das gibt die Würze mit dem Essig, der Würzig auch. Ha? Das ist so. So, und dann noch die Scheiben Speck. Dazu. Hast du da einen normalen Speck oder einen normaler Frühstücksspeck. Ja. Da einfach so eine Scheibe so leicht schräg rein, die dann durch das Fett, das dann zerläuft beim Kochen. Ja, bleibt auch saftiger natürlich, gell? Genau. So, das war grundsätzlich schon die ganze Füllung dazu. Cool, geht schnell, hä? Geht schnell, tipptopp. Ja. Was ich ganz gerne noch mache, ich tue ein bisschen vom Thymian, noch ein bisschen als Geschmacksgeber, nur die runterzupfen und da rein. Ja, wäre schade, wenn jetzt das ganze Holz ist. Das Holz, das kann ich nachher mitkochen in der Jus, dass wir alles verarbeiten können. Ja, ich finde es schön, wie du das machst. Vielleicht ein Tipp eben der Zuschauer. Schau mal, wenn ihr so einen Thymian habt, von da nach hinten, schau mal. Und schon ist es weg. He? So, und dann tun wir es schon rollen. Was machst du? Das Ganze. Wenn du richtig schaust, wie du das machst. Bisschen alles nach oben. Ich tue es extra nicht mit unten. Ja, hast du gesehen, gell? Ja. Aber ist das auch das Gericht, das ihr bei euch im Restaurant Boldern habt? Das ist da mit auf der Karte bei uns. Das, wie gesagt, kann man gut vorbereiten in dem Sinne, dass man es dann geschmort, immer fein und zum Winter hin. Perfekt. Das ist schon etwas Feines. Das auch, du weißt schon, wie das bei uns in der Schweiz heißt, oder? Der Fleischvogel. Ja. Ah, der Fleischvogel ist gefüllt mit Fass. Mit Fass, ja. So. Das ist schon was anderes, gell? Ja. Darf man nicht vergleichen. Nicht ganz. So. Wie gesagt, hier, ich tue die Ecken mit zuspießen. Das ist ja zum Anbraten, gell? Genau. Jetzt tue ich die Außenseiten auch noch mal ganz schnell mit Salz und Pfeffer bestreuen. So, dann nehmen wir ein bisschen von dem Öl. Weißt du, das ist doch Spezialöl. Das ist von uns, wir tun die mit anbieten, selbstgemachtes Kräuteröl. Wow, ja, das ist ja cool. Das gerade mit noch ein extra Geschmack beim Anbraten schon dazukommt. Ja, da hast du Pfefferkörner drin, ich glaube es Estragon oder Rosmarin. Ja, Rosmarin, Thymian, genau. Ja, ja, cool. Dann tue ich die jetzt schnell anbraten. Mach mal, ja, schön. Ah, man hört es, ja. So. Ja, einfach wichtig, ein bisschen Farbe geben, ein bisschen anbraten. He? Ich tue immer ganz gerne noch einen Knoblauchzehe mit für den Geschmack mit dazu, einfach ins Öl, dass das Aroma dazu kommt.
Pastinaken, das wären ja die, gell, wo du genau, machst. Genau, das sind die Pastinaken da. Kann man die auch so abtun oder wie die machen? Die können wir jetzt nebenbei schon mit anbraten, also andünsten. Mhm. Dass er ein bisschen cremig sein soll, mache ich das mit Butter von Haus aus. Ja. Du die Butter zerlaufen lassen. Und mit ein bisschen Zwiebel noch dazu. Mhm. Die von da. Also da ist alles schon geschnitten, schon alles schon bereit. Parat gemacht, genau. Weißt du was, ich mache schon mal das Video auf. He? Da ein bisschen ja, feine. Ja. Ja. Ein bisschen schnaufen. Wie gesagt, ich tue Zwiebeln recht grob schon mit dran. Wieso tun wir denn die grob drin? Dass sie nicht ganz gleich zu weich werden, dass gleichmäßig alles zusammen von der Weichgrad kommt. Ich tue es am Anfang auch ebenfalls schon salzen, damit es das Wasser schon entzieht. Ah, okay, ja. Aber ist Pastinake schwer zum Kaufen oder gibt es das eigentlich jetzt auf dem Markt, oder? Das ist derzeit komplett auf dem Markt, das ist so saisonal. Ja, und ich denke, es ist auch Wintergemüse, kann man das... So. Hast du gesehen, wie der wie heißt? Tohu Wabohu. Was sagt sich das? Also, meistens ist es ein bisschen Tohu Wabohu, ein bisschen rumber, alles kreuz und quer. Ja, lassen wir den mal 2 Minuten bitte rüben. Ja. Genau, und jetzt Pastinaken, Zwiebeln drin. Pastinaken, Zwiebeln, ein bisschen Salz habe ich dran, wie gesagt. Jawohl, genau. Das jetzt hier ein bisschen farblos anschwitzen, das Ganze. Die Rouladen kann ich jetzt schon fast, wenn sie so gut angebraten sind. Ja, kann man eigentlich schon rausnehmen, hä? Nehme ich sie jetzt raus, genau. Dann den Teller, hä? Tipp es auf den Teller. Und tue dann mit dem Mirpoix, ich habe es extra klein geschnitten, das Ganze, damit man es am Ende nicht nochmal durchpassieren muss. Mirpoix wäre eigentlich Röstgemüse, oder? Röstgemüse, ja. Das ist jetzt ein bisschen Rüebli, hä? Da die Pfälzerrüebli. Pfälzerrüebli und Zwiebeln. Cool. Ja, ich sehe das schön. Na, dann kannst du es natürlich in der Soße reinlaufen. Wunderschön, ne? Perfekt. Ja. Und so tut es auch ein bisschen in den Bratensaft lösen. Ich wollte gerade sagen, ich tue es gerade alles in der Pfanne, dass der Geschmack von dem angebratenen Fleisch schon mit dabei ist. Dass ich jetzt hier alles nochmal das Geröstete löse. Genau. Und das machst du das auch, du tust das auch mit Rotwein ablöschen, oder? Das tue ich mit Rotwein ablöschen, genau. Ja. Ich tue wieder hier auch ebenfalls schon ein bisschen Salz dazu, dass es ein Wasser entzieht. Ja. Und wenn das so Teig war, eben, von dem her dürfen wir Teig machen, könnten wir ja auch schon, das ist auch können nicht schlecht auch drin. Ja. Bei einer Soße gehört für mich immer noch ein bisschen Tomatenmark mit dran, was kurz mit angeröstet wird. Ja. So. Und dann stelle ich mir schon den Rotwein mit parat, dass ich dann direkt ablöschen kann, bevor es zu spät ist. Ja, ja. So. Okay, wunderbar. Tipptopp. Wie gesagt, hier ab und zu dann nochmal rühren. Das ist eigentlich jetzt schon, dass ich sagen kann. Ja. Man sieht, es kommt. Ich tue es jetzt schon mit Weißwein ablöschen. Mhm. Ja. Aber wenn man jetzt nicht mit Kinderschaft oder Kinder am Tisch sitzt, kann man das sicher auch mit mehr Bouillon ablöschen. Kann man mehr Bouillon nehmen. Ja, ich denke, das geht ja auch. Also auf jeden Fall. Ja. Es kocht dann halt jetzt fast 1,5-2 Stunden der ganze Rotwein. Ja, wär schon weg, aber... Das ja. Wie gesagt, hier kann man dann auch schon mit dem Rotwein kurz ablöschen. Hm? Und dann. Das geht ja ratzfatz, hä? Ja, das langet. So, jetzt würde ich schon den Thymian mit dazugeben. Ja, jetzt liegt er denn in der Soße oder genau, in der Flüssigkeit und nicht mehr. Ja, genau. Ja. Jetzt tun wir den Rotwein ein bisschen einreduzieren lassen und dann tun wir es mit Bouillon aufgießen und dann tun wir die Rouladen dazu, abgedeckt. Circa anderthalb. Abdecken. Teigwaren können wir jetzt auch schon kochen. Ja, die können wir auch noch ein paar Minuten mit rein. Du hast da die Strozzapretti, ganz tolle Teigware. He? Das ganz tolle Teigware habe ich von der frischen Pasta aus dem Thurgau, aus St. Margrethen. Ich liebe sie. Sie ist vegan. Das finde ich halt noch heutzutage wichtig, dass wenn jemand sagt, hey. Ja, wenn ihr mit vegane Pasta will, oder? Das heißt, das hat keine Eier drin, oder? Keine Eier, genau. Ja. Ist nur mit Hartweizengrieß. Hartweizengrieß, ja. Genau. Bisschen salzen noch das Wasser. Mhm. Und dann können wir es schon.
Ja, und es ist eine coole Pasta da aus der Umgebung, oder? Also man muss da nicht irgendwie von Sizilien auf die Pasta haben, sondern das Industrielle dann. Ja, ist schon cool, ja. So. Aber die hat auch ein paar Minuten, weißt du? Das ist nicht nur so 0815, 2 Minuten Pasta. 8 Minuten soll sie schon kommen. Ja, ja. So, jetzt sehen wir hier, dass es schon wie leicht dick wird. Ja. Können wir noch ganz kurz warten. So, das ist auch perfekt. Mhm. Dann haben wir hier die Bouillon. Tun wir hier gerade ein bisschen Lapp löschen. Mhm. Ich nehme an, da musst du nicht ein Gemüsebouillon nehmen. Wenn es schon Fleisch ist, kann man auch Rindfleischbouillon nehmen. Das wäre dann für den Geschmack vielleicht oder noch intensiver noch besser. Ja, ja. Genau, und wenn ich, hier sieht man das auch kurz, ja, noch kurz einreduzieren lassen. Dann tun wir die Rouladen wieder hineinlegen. Mhm. Das ist so ein schönes, klassisches Gericht. He? Auf jeden Deckel Fall. Hat er dort, dann tun wir es abdecken und wie gesagt, jetzt anderthalb Stunden. Nach anderthalb Stunden schauen wir dann mal, ob es weich ist. Sieht gut aus. Wie sieht es aus mit den Pastinaken? Ja, fast gut, oder? Die sind fast gut. Die sind jetzt, wie gesagt, gut weich gekocht, das Ganze. Jetzt tun wir das mixen. Genau. Wo hast du schon gesagt? Pürieren. He? Pürieren, genau. Pürieren, mixen. Soll ich jetzt pürieren? Gerne. Dann kannst du Pasta machen, oder? Mach ich. Die Pasta habe ich jetzt schon abgeschüttet gerade. Tun wir noch ein bisschen. Oh, aber das schmeckt ein paar fein. He? Ja. So. Dann haben wir die Pasta. So. Ich tue dir gerade hier ein bisschen die, von dem Trüffelöl dazu. Ja. Damit das. Nach Trüffel. Oh, hör du. Ja, zu viel ist dann. Genau. Oh ja. Das kommt. Willst du noch mehr? Das ist gut so für dich. Das ist noch feiner. Das ist tipptopp. So ein bisschen darf man ja sehen, dass es frisch gekocht ist. Ja, nicht irgendwie von nach der Dose oder irgendwie aus dem Glas oder was? Ja, genau. Super. So, so ich mache den Wein, hä? Ja, ich probiere einmal. Ich erzähle die ganze Zeit von Wein, aber bis. Weißt du, ich habe gedacht. Ja, perfekt. So. Ich habe mit der Winothek gerade selber. Ich habe mit der Winothek gerade selber geredet und gesagt, ich habe einen deutschen Gast, oder? Ja, dann müssen wir den deutschen Wein, oder? Ja. So. Ein deutscher Rotwein aus seiner Heimat. Bin, ja. Ja, ist eigentlich dort wie Rhein-Neckar, Rheinland-Pfalz und daher. Okay. So. Und ist zu meiner Stunde, es ist ein Ensemblage, also ein Cuvée mit verschiedenen Traubensorten. Okay. Das ist eigentlich das Schöne, dem Wein. Oder? Dass der, und würde man eigentlich nicht aus Deutschland erwarten, Merlot. Ja. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Hey, wunderschön. He? Und der Name ist natürlich. He? Tohu va Bohu. Super. Das ist cool. Der Vincent, das ist der Herr Schneider, ist ein. Wie soll ich sagen? Ein bisschen eben so ein bisschen verrückter Winzer. Der hat erst im 1994 angefangen in Deutschland, he? Als Winzer. Erst dann hat er angefangen. Also das Weingut Schneider aufgebaut. He? Und in diesen paar Jahren hat er so einen sensationellen Wein hergestellt. Also es ist Wahnsinn, was er gemacht hat in so kurzer Zeit. Und das darf man sagen, in 25 Jahren knapp gut verkauft er jetzt über 800'000 Flaschen. Ja. Gut, Das ist wirklich lässig. He? Lässig. Schau, ja, Rotgerüstel habe ich da noch. Da habe ich in der Pfanne mit Olivenöl auch wieder einen Thymianzweig, eine halbe Knoblauchzehe, das Toastbrot klein geschnitten und das Ganze so gedünstete. Ansortiert, angeraten. Genau. Und das tust du jetzt da drauf. He? Das tue ich da drauf. Durch das Crunchy kommt das Ganze noch mal viel besser zum Geschmack. Ja. So. Hast du jetzt? Muss schauen. Was da für Aroma vorkommen. Ja. Zum Wohl, he, Mike? Zum Wohl. Uiuiuiui. Schön. Der hat so eingebundene Tanninen. Schön rund, geschmeidig. Möchtest du das? Ja, auf jeden Fall. Schmeckst du ein bisschen so Zwetschgen, Brombeeren, so ein bisschen. Hä? So Früchte, dunkle Früchte. Ja. Also, ich glaube, machen wir weiter. Das ist super. Machen wir weiter, genau. Ich tue das extra so leicht schräg. Aber hat sich gelohnt, jetzt die Zeit das zum Schmoren, oder? Schau mal. Das tut oh mein Gott.
Und hast du gesehen, was da abgefallen ist? Ja, probierst du? Ja, klar. Leck, feine Soße. Und schau mal, dadurch, dass wir hier die ganzen Würfel noch drin haben. Ja, ja, genau. Ja, und ich denke, wäre ja schade zum, über das ganze Fleisch. Das ganze Fleisch. Dann sehen wir ja die Füllung nicht mehr, genau, oder? Deswegen nur so. Und am besten, man gibt Soße noch ein paar dazu, wenn jemand möchte, dass er mehr nehmen kann oder weniger. Also bei mir müsstest du das unbedingt. Tipptopp. Ich bin ein richtiger Soße-Fritz, Soße, ich liebe Soße. Soßen sind, gell? Sind schon fast das Schönste beim Kochen. So, von den schon. Ja, Mensch, tipptopp. Schön, hä? Tipptopp. Da stellen wir dann. So. Cool. Riesenkompliment, ja. Mike. Cooles Gericht. Gibt es bei euch in Boldern auch? Gibt's bei uns in Boldern, genau. Kann man schön dazu die Aussicht genießen auf den Zürichsee. Mike, herzlichen Dank. Coole Sendung war. Wir zeigen sie euch sicher wieder mal bei euch auf der Rasse. Schönes, cooles Bier. Ja. Könnt ihr sie geniessen. Und Ihnen daheim, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, viel Vergnügen beim Nachzubereiten von diesem wunderschönen Gericht. Danke vielmals und auf Wiedersehen. Der Top-Pot ist Ihnen präsentiert worden von Bisag Küchenbau, V-Zug und Elbau. Wir wünschen einen guten.